Hey Leute! Hi! Heute soll es um unsere besten Tipps und Tricks für deinen Tesla Model 3 bzw. deinen Tesla Model Y gehen. Und wir legen ohne große Umschweife direkt los. Was ganz Simples, ihr habt hier diese Prozentanzeige. Wenn ihr auf dieses Prozentzeichen drauf tippt, dann switcht das um auf die Reichweite bzw. die Kilometerangabe, die noch gefahren werden kann. Und wenn ihr entsprechend nochmal drauf tippt und dann geht das wieder zurück auf die Prozentanzeige. In welchem Modus man fahren möchte, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Da gehen die Meinungen völlig auseinander. Ihr wollt irgendwo hin navigieren, weil ihr zum Beispiel einen Zoo besuchen wollt, dann könnt ihr in Google Maps die Adresse raussuchen und die könnt ihr rasend schnell an euer Fahrzeug übertragen. Das geht folgendermaßen. Ihr geht auf Teilen, wählt dann euren Tesla aus und sobald du auf das Tesla-Logo drückst, wird es dann blitzschnell ans Auto übertragen und du kannst zu deinem Ziel navigieren. Ein Tipp fürs Navigationssystem, wenn ihr jetzt zum Beispiel in den Mühlfahrt wollt, dann tippt ihr das hier ein. Und sobald ihr darauf drückt und es die Route berechnet, dann könnt ihr keine Hausnummer mehr eingeben. Ist schlecht, wenn man ein bestimmtes Ziel hat. Heißt, als Tipp, erst die Hausnummer eingeben. Wir machen jetzt mal Hausnummer 15. Dann den Mühlfahrt. Und dann steht da Mühlfahrt, Hausnummer 15 in Hasloch. Wir navigieren. Angenommen, ihr parkt mit eurem Tesla in einer Garage, wo die Decke sehr niedrig ist. Und der Kofferraum würde dann, die Kofferraumklappe würde dann oben anstehen an der Decke. Dann gibt es folgende Möglichkeit. Ihr bringt die Klappe an die Position, an der ihr möchtet, dass das die Endposition ist. Dann drückt ihr diesen Knopf hier unten an der Klappe. Und zwar so lange hält ihr den gedrückt, bis ihr einen Signalton hört. Und jetzt ist das als Endlage gespeichert. Und wenn ihr jetzt die Klappe erneut aufmacht, dann bleibt sie genau an der gewünschten Position stehen. Der nächste Tipp ist für die Tesla App. Ihr habt ja in dieser Schnellwahlleiste habt ihr 4 Icons. Man kann hier auch mit einem Trick ein 5. Icon einfügen und das geht folgendermaßen. Ihr drückt einfach eins der 4 Symbole so lang, bis unten dieses Menü erscheint. Dann sucht ihr euch ein Symbol raus, das ihr in dieser Schnellwahlleiste haben wollt, packt es ganz links an, zieht es nach oben in diese Leiste, ganz nach rechts. Dann erscheint hier rechts am Rand so ein Symbol. Wenn ihr jetzt loslasst, dann habt ihr ein 5. Symbol in der Schnellwahlleiste. Nächster Tipp für die Tesla-App. Du möchtest, dass Freunde, Familie mit deinem Auto fahren können. Dann gehst du ganz nach unten in die App, gehst auf Fahrer verwalten, drückst Fahrer hinzufügen, machst erstellen. Dann kannst du es per Nachricht oder auch per WhatsApp schicken. Und schon erhält derjenige einen Link und darüber kann er sich dann anmelden und dann kann er auch dein Fahrzeug steuern und fahren. Was in eurem Tesla auch sehr gut funktioniert, ist die Sprachsteuerung. Um eurem Fahrzeug einen Befehl zu geben, drückt ihr die rechte Scrollrad-Taste kurz an. Öffne Ladeklappe. Schließe Ladeklappe. Bringe mich zum nächsten McDonald's. Angenommen, ihr wollt mit eurem Tesla in eine Waschanlage, dann müsst ihr hier in die Fahrzeugeinstellungen, dann auf Service und hier oben rechts habt ihr den Waschanlagenmodus. Und wenn ihr jetzt hier drauf tippt, dann kommt hier eine Info. Hier drückt ihr auf
Waschanlagenmodus ein. Was hat sich jetzt geändert? Die maximale Geschwindigkeit liegt jetzt bei 15 km/h. Die Ladeanschlussklappe ist verriegelt, kann sich also nicht öffnen und dementsprechend zum Beispiel auch nicht abgerissen werden. Verschluss nach Entfernen aus, Scheibenwischautomatik aus, Parkassistenzsignale aus, Wächtermodus ist aus, die Klimaanlage befindet sich im Umluftbetrieb, der vordere Kofferraum ist geschlossen und die Kofferraumklappe hinten ist ebenfalls geschlossen. Wenn ihr allerdings in eine Waschanlage fährt, wo das Fahrzeug durchgezogen wird, dann müsst ihr hier freies Rollen aktivieren. Zum Aktivieren geht ihr auf D und drückt die Bremse, dann könnt ihr das einschalten und dann rollt er einfach mit. Jetzt kommt ein Tipp für enge Garagen. Angenommen, du hast eine enge Garage und musst jedes Mal, wenn du in die Garage fährst, deine Spiegel einklappen. Dann kannst du dafür ein nützliches Feature verwenden. Wir simulieren das Ganze jetzt mal an dieser Lampe. Fahren jetzt mal dahin. Angenommen, das wäre jetzt hier unsere besagte Garage. Dann müsst ihr hier wieder in die Fahrzeugeinstellungen, dann geht ihr auf Spiegel einklappen und jetzt erscheint hier dieses Standort speichern, da müsst ihr drauf drücken und jetzt ist über GPS dieser Standort hier gespeichert und wenn ihr jetzt wieder an die gleiche Stelle kommt, dann werden die Spiegel automatisch eingeklappt. Jeder kennt das, man hat hier diesen Luftstrom, den kann man nach oben, nach unten, links, rechts bewegen und er kann manchmal sehr störend sein. Und das kennt wahrscheinlich nicht jeder. Man kann mit zwei Fingern den Luftstrom splitten und so ist das Ganze vielleicht ein bisschen angenehmer. Und das kann man nicht nur auf der Fahrerseite, sondern auch auf der Beifahrerseite kann man den Luftstrom in zwei Ströme aufteilen. Ein weiterer nützlicher Tipp fürs Navigationssystem, wenn ihr eure Heimatadresse gespeichert habt und wollt nach Hause navigieren, könnt ihr einfach dieses Suchfenster oben nach rechts schieben und schon werdet ihr nach Hause navigiert. Ihr wisst, wenn ihr blinkt, dann öffnet sich die Totwinkelkamera. Diese könnt ihr an drei Positionen verschieben. Entweder hier oben, hier unten oder hier an die Seite. Ich habe es gerne hier, weil ich es einfach dann besser im Blick habe. Ein kleiner unspektakulärer Tipp, aber trotzdem sehr nützlich. Ihr habt ja die Sonnenblende, wenn ihr die rausklappt, weil die Sonne von der Seite reinblendet und die in Richtung Fenster macht, dann habt ihr zusätzlich noch die Möglichkeit, die zu verschieben. Ihr könnt die nach links verschieben und in manchen Fällen ist es doch recht hilfreich. Euer Profil habt ihr logischerweise schon angelegt, doch kennt ihr auch den Easy Entry Mode. Um den Easy Entry Mode einzurichten, geht ihr einfach auf euer Profil. Aktiviert hier Easy Entry. Jetzt könnt ihr euch den Sitz so einstellen, dass ihr beim Ein- und Aussteigen genügend Platz habt. Könnt euch zum Beispiel auch das Lenkrad ganz nach vorne stellen. Und ab jetzt habt ihr beim Ein- und Aussteigen deutlich mehr Freiraum. Wenn ihr euer Auto lädt und aus irgendwelchen Gründen der Ladestecker klemmt bzw. nicht entriegelt wird, dann gibt es in eurem Tesla eine Möglichkeit zur Notentriegelung. Und zwar befindet sich in dieser Öffnung eine Schlaufe. Und wenn ihr an dieser Schlaufe zieht und gleichzeitig während ihr zieht, am Stecker zieht, dann könnt ihr den ganz easy entfernen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und war für den einen oder anderen nützlich. Falls ja, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keins meiner weiteren Videos zu verpassen. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund. Bis bald.
Wenn du jemandem eine Freude machen willst, dann schau doch gerne mal auf dieser Seite rein. Hier gibt es um die 300 Gutscheine für fast jeden Anlass. Zum Beispiel auch für einen Zuschuss auf ein neues Auto. Die Gutscheine sind toll gemacht, lassen sich ganz leicht personalisieren und direkt ausdrucken.